Wie ist der zeitliche Ablauf beim Immobilienkauf? Okay, als erstes muss man natürlich eine Immobilie da sein und gefunden werden. Ob das jetzt in Eigenregie über verschiedene Portale passiert oder eben über Zulieferer, ist das mal Schritt Nummer eins. Dann geht es darum, alle Unterlagen zu bekommen von dem Objekt selbst, sodass man die eigene Prüfung durchführen kann. Passt das Objekt überhaupt? Ist es überhaupt etwas, was in mein Portfolio passt? Ob ich damit weiterkomme? Sind Lasten drauf? Etc. etc. Um einschätzen zu können, kaufe ich das überhaupt oder lasse es lieber sein. Dafür sollte man sich so maximal 24 Stunden Zeit lassen, denn man ist ja nicht der Einzige, der gute Objekte haben möchte. Wenn das geschehen ist, geht es darum zu schauen, wo bekomme ich denn jetzt eine Finanzierung her? Eine Finanzierung oder ein erstes Angebot. Wenn man einen guten Finanzierer hat, ist das innerhalb von 24 Stunden da. Der prüft es und schaut dann, okay, zu den Konditionen bekommen wir es. Und auch da gibt es wieder eine Unterlagenliste dazu, die jetzt nicht nur das Objekt betreffen, sondern auch sich selbst. Im besten Fall hat man das schon vorbereitet. Denn was ist da drin? Persönliche Unterlagen wie Gehaltsabrechnung der letzten 3 Monate, dann was noch, Kredite, wenn welche vorhanden sind. Kontoauszüge der letzten 3 Monate, Eigenkapitalnachweise und so weiter und so fort. Das kann man alles schon vorbereiten. Dann geht es noch schneller, das wird wieder eingereicht und bei der Bank geprüft. Sagen wir mal so, 1 bis 2 Wochen dauert es in Prüfung, je nachdem, wie viel Aufwand die haben. Und dann kann es auch schon losgehen, mit einem Kaufvertragsentwurf erstellen zu lassen. Auch das kann man parallel laufen lassen zu der Finanzierung. Warum? Kauft man gewerblich, dann muss ein 2-wöchiges Widerrufsrecht drin sein, also vorhanden sein für den Kunden. Das bedeutet, wenn ich den heute bestelle und die Kopie zugesandt bekomme, muss ich 2 Wochen warten, bis ich unterzeichnen kann für den Kauf, wenn es ein gewerblicher Verkäufer ist. Wenn das dann geschehen ist, geht es darum, dass alle Unterlagen, sprich Grundschuld unterzeichnet und Kaufvertragsentwurf unterzeichnet, erstmal weggeschickt werden an Grundbuchamt und dann dauert das. Dort nämlich eine Auflassungsvormerkung eingetragen. Das bedeutet nichts anderes wie: Hallo, kann das Teil verkauft werden? Und wenn ja, hier ist die Person, die dann da reinkommt oder eingetragen wird mit der Vormerkung. Dann geht das wieder retour und dann darf der Kaufpreis gezahlt werden. Kaufpreisfälligstellung. Da auch nicht zu viel Zeit lassen, 3 Tage, dann sollte das überwiesen sein und dann geht diese Meldung wieder von der Bank oder vom Verkäufer an den Notar. Der schickt es wiederum ans Grundbuchamt. Das Grundbuchamt erkennt das dann irgendwann an und trägt den alten Käufer oder Besitzer aus und den neuen ein. So, wie lange dauert dieses Auflassungsvermerkungsteil? 4 bis 6 Wochen, wenn es gut läuft. Kann aber auch 2, 3 Monate dauern, wenn es zum Beispiel ein komplett überlastetes Grundbuchamt ist. Auch das gibt es zuhauf. Wenn man dann da anruft und es versucht zu beschleunigen, dann leiten die einen weiter an die nächsthöhere Instanz und sagt: Ja, stellt uns bitte Leute ein. Also, das ist tatsächlich in Deutschland in manchen Regionen der Fall. Bis man dann offiziell eingetragen ist, also nicht nur mit der Auflassungsvormerkung, sondern wirklich fix im Grundbuch steht, kann das auch ein halbes Jahr gehen. Je nachdem, wo man sich in Deutschland befindet und wie groß da der Ansturm ist. Der Nutznießer des Gebäudes ist man aber schon nach Kaufpreiszahlung. Ab da geht es mit allem über, ne? Also man ist berechtigt, die Miete zu bekommen und darf auch dementsprechend die Abgaben leisten. Das heißt, im Optimalfall ein Kaufprozess, wenn man viel parallel laufen lässt, 4 Wochen. Das wäre natürlich top. Bis hin zu 2, 3 Monaten. Ne? Kommt auf die Eigenvorbereitung an und wie schnell es bei den anderen läuft. Aber im Endeffekt mit der Unterschrift beim Notar 4 Wochen, 6 Wochen, dann ist das Thema schon erledigt. Alles andere kann man nicht beschleunigen oder beeinflussen.